müssen wir unbedingt joggen. Können wir das nicht verschieben auf nächstes Jahr? Ja, der bewölkte Himmel sieht auch nicht gerade vielversprechend aus. Bewölkt wie? Schau mal, Nina, die Sonne kommt raus. Was für ein unerwarteter Wetterwandel. Genug gelacht, Kinders. Joggen ist eine ernste Angelegenheit. Aua! Oh. Was ist los? Ich spüre meine Tendinitis am Meniskus vom rechten. Du weißt schon. Ja, ich verstehe doch. Nur, dass die Lederung vom Ederbogen auf der anderen Seite ist. Was? Da muss aber ganz schön schlimm sein, wenn sich der Schmerz so verbreitet hat. Ich gehe am besten ganz schnell in die Notaufnahme. Ja, ich bring ihn her. Nicht klar, Schnickschnack, Kinder, hier geblieben. So nicht. Oh Mann, Papa, ziellos in der Gegend rumlaufen ist doch total langweilig. Ach, ihr braucht Motivation, eine Herausforderung. Das gefällt mir, Kinder. Ja, uns nicht. Abwarten. Der letzte zahlt das Eis. Bin gewonnen. Papa zahlt das Eis. Das funktioniert auch noch. So ein Mist. La la la. Ja, nur zu meinem nächsten Trick. 1, 2 und 3. Haha, da kann sich der Copperfield aber noch einige Scheiben von abschneiden. Verzeihung? Ja? Ja, bitte. Ach, Uli, ich bin's doch nur. Mann, jedes Mal, wenn ihr einen Streich spielt, fällst du darauf rein. Einfach Wahnsinn. Mich versucht man ja auch ab und zu mal dran zu kriegen. Aber ich falle nie drauf rein. Ich bin einfach zu clever. Finn, weißt du, wie viel Uhr es ist? Es ist 5:30. Wie gesagt, einfach zu clever. Entschuldige mal, Nina. Was glaubst du, wohin du in diesem Aufzug gehen wirst? In die Stadt? Falsch, nirgends. Du meinst, ich lasse dich in diesem Outfit aus dem Haus? Dich? Meine Tochter? Meine einzige Tochter? Und was ist mit mir? Entschuldige mal, hier ist nur so eine Redensart. Klingt irgendwie autoritärer. Zurück zu dir! So wie du aussiehst, gehst du mir nirgends hin. Hast du mich verstanden? Es ist mein Recht und meine Pflicht als dein Vater, dich so nicht rauszulassen. Was glaubst du, was passieren würde, wenn deine Mutter dich so sehen könnte? Schau mal, Schatz, was wir für eine tolle Idee hatten. Mutter-Tochter-Tag. Einkaufen, zum Friseur, Käffchen trinken in der Stadt. Na, wie gefallen wir dir? Fantastisch, Schatz! Ich hab gerade zu Nina gesagt, wie gut ihr diese Farbe steht. Ja, ganz wirklich, exquisiter Geschmack und wie die beiden Schuhe zueinander passen und die Augen, die Ohrringe, ich muss zur Arbeit. Ist es schlimm für ihn, dass wir ihn nicht mitnehmen? Keine Sorge, es wäre schlimmer für ihn, wenn wir ihn mitnehmen würden. Ah, los. Wie wunderschön die Natur ist. So friedlich. Hör doch, wenn wir für eine Weile ganz still sind, dann erwachen die Geräusche der Natur zu neuem Leben. Psst, kannst du das Zwitschern der Vögel hören? Wenn du mich so fragst, nein. Na komm schon, dieses Piep, 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 das muss der weibliche Sperling sein, der zu seinem Babysperling fliegt, um es zu füttern. Oh, wie romantisch. Babysperling? Ja, und da, hör mal, dieses Quieken. Das muss ein süßes, kleines Eichhörnchen sein, das Futter für den Winter sammelt. Ich höre nichts. Da, hast du das gehört? Das ist ein verliebtes Käuzchen. Nö, das ist mein neuer Handyklingelton. Hallo? Das Käuzchen heißt Finn und ist wohl eher ein Stier. Stier? Käuzchen? Klingt aber auch ähnlich. Papa, du hast recht. Joggen macht total fit. Papa? Papa? Alles in Ordnung, Papa? Warum sagst du denn nichts? Ah, ich hab's. Er will Charade spielen. Mm. Ja. Klasse, wir? Du? Hund? Katze? Maus? Ich versteh's nicht. Aber so spielt man es ja auch gar nicht. Du musst erst sagen, wie viele Wörter es hat. Okay, drei. Es ist ein Film. Ja. Kein Film. Dann muss es eine Person oder ein Ding sein. Zunge? Hund? Ich komm nicht drauf. Ah, nein, saugen. Baby, Säugling, Neugeborenes. Nee. Breitwollfrosch? Nee. Mundharmonika? Oh, ich weiß es nicht. Ein Tarzanschrei? Nein. Warte. Nein. Trompeten. Rüssel. Dumbo, der fliegende Elefant. Ja. Wurst? Trinken? Durst? Ich habe Durst, richtig. Ja, wir haben gewonnen.
Papa, du schuldest uns ein weiteres Eis. Aha, und wer als letztes beim Eisstand ist, der zahlt auch noch die Getränke. Haltet euch gut fest. Alles klar, Kid? Und erlebt neue Abenteuer mit Captain Baloo und seiner tollkühnen Crew. Gleich.